Komm, Riri. Komm, Riri. Go, Riri. Do it! Boah, Riri! Hey, Leute! Was geht? Danja hier mit den drei Hallöchen und... Ja, dann Among Us Spielern ever. Das war wohl nichts, Danja. Leute, heute wieder Among Us mit euch. Ja. Und ich bin echt mal gespannt, ob ich heute mal... Ich versuche heute wirklich eine flawless Runde hinzubekommen. Khan? Das heißt, ich versuche mich wirklich zu konzentrieren, ja? Okay, Khan. Was? Hast du die Fernbedienung von meinem LED-Stuhl geklaut? Monsieur? Jetzt starte doch, Mann! Aber ich glaube, ich zu viel, die Map, ey. Ja, schickst du mir die rein, Danja? Schickst du mir die Map, Danja? Danke, Danja. Viel Erfolg, Danja. Toll. Bin Crewmate. Ah, ich bin die Einzige, die hier bei Cargo Bay gestartet hat. Grün, blau, grün, 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 blau, dann einfach grün, grün, okay, das ist easy. That's easy, grün, blau, grün, grün. Green, blau, green, green. Meistens liegt hier jemand. Ey, kannst du nicht ein bisschen warten? Schon mal raus, das ist gut. Und dann kann er mir nichts mehr kaputt machen. Okay, also es sind schon zwei Leute tot. Einer davon ist Claudio. Ja. Wo sind Showers nochmal? Showers. Ach da, okay. Ah, da war ich sogar gerade. Mm. Ja, wenn ich es wäre, dann hätte ich das wohl kaum gesagt. Oder? Oder? Also ich war zuletzt bei Cargo Bay, bei dieser Tresortas. Kann mir die mal einer kurz erklären? Weil ich komme komm da nie weiter. Ja. Also ich muss das ja drehen. Ja. Du musst das der Reihenfolge nachdrehen. Ja, aber die richtige Reihenfolge. Ja, aber ich komme immer bis zur zweiten Zahl und danach flippe ich immer aus. Nee, aber du musst hast du auch die richtige Richtung? Ja! Na, offensichtlich nicht. Du musst in die richtige Richtung drehen. Gut, okay, ich versuch's gleich nochmal. Ich habe so die Krise bekommen eben. So. Also ich habe nicht viel gesehen. Ich kann Riri eher saven, weil mit Riri war ich zwischendurch sehr lange und er dürfte es eher nicht sein. Hm. Das Ding ist halt, wir wissen ja auch nicht, wie alt der Kill schon ist, ne? Ja. Also Claudio wurde ja gefunden, bei M wissen wir jetzt gar nicht, wo er liegt. Wir haben einen Imposter, oder? Ja. Okay. Ein Imposter. Ich muss auch sagen, auf dieser Map sehe ich kaum Leute. Ja, ja, ist ja auch die ist, so. Weil die auch einfach riesig ist. Ja. Also ich habe ziemlich viele jetzt gesehen tatsächlich. Aber ich könnte jetzt auch überhaupt niemanden verdächtigen. Ja gut, aber ich war auch mit meiner Tresortas beschäftigt. Kann auch sein, dass Leute zwischendurch mal hingekommen sind. Ja, ich weiß, die ist sehr fordernd, diese Task. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Konzentration, Konzentration, Konzentration.
Okay, ich muss jetzt hier kurz bleiben. So, das alles haben wir. Und jetzt müssen wir noch den Kram wieder einpacken. Müssen wir jetzt hier nochmal machen? Einfach da reinlegen? Ja, oder? Oder? Nee. Oder? So, wie sieht's hier unten aus? Ich sehe hier auch keinen. Och Mann, wo sind denn alle? Ich krieg zu viel, wo sind denn alle? Ich sehe gar nichts. Ich werde die Runde verlieren. Wo sind denn alle? Warum sagt ihr jetzt schon wieder zu Meeting Room? Ich raste aus. Was soll denn das immer? So ein Quatsch. Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht so ganz, was hier... Ach so, ich muss das in der richtigen Reihenfolge... wahrscheinlich machen. Ey, können wir mal zusehen, dass wir den Reaktor machen? Ich habe auch gedacht, hat gerade jemand gefunden. Ich habe gerade die ganze Zeit die linke Seite gemacht. Aber ja, ich auch. Ich wollte dann nach rechts, weil ja rechts nichts passiert ist. Ja. Okay, wo? Wer ist denn überhaupt? Das müsste Luisa sein, weil gerade waren es Claudio und M. Okay. Und Luisa war gerade auch noch unterwegs. War Luisa nicht gerade auch bei uns, wo wir zu viert waren da? Ja, genau. Okay. Ja, also das macht uns beide auf jeden Fall sass. Auf jeden Fall. Das macht Riri sass, weil die auch in der Nähe war. Mhm. Aber warum schreibt denn gerade keiner? Main Hall. Ja. Genau, dann sind die... Ja, das passt. Das war ja wahrscheinlich auf dem Weg nach unten oder so. Ja, oder vielleicht Richtung anderer Reactor, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ist sie denn hinter mir hergekommen? Hast du das noch gesehen irgendwie? Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe Luisa ganz kurz gesehen und dann ich stand da halt die ganze Zeit bei dem Reactor und hatte dann auch die Sicht verdeckt. Ich glaube, ich würde immer noch skippen, weil... Habt ihr noch viele Aufgaben? Zwei noch. Ich habe noch einiges zu tun, glaube ich. Okay.
Also ich war fleißig, aber ich habe jetzt versucht, den Reaktor zu machen. Links hatte ich schon gemacht, wo du kamst. Aber ich dachte, rechts passiert mal was und dann kamt ihr zu dritt einfach dahin. Das, rechts ist nichts passiert. Okay. Ich schreibe mal, dass wir gerade keine Ahnung haben. Ja. Ja, ich glaube, ich muss leider noch was skippen. Sind zu viele Leute leider drin. Hast du viele Tasks eingestellt, Daniel? Ja, ne? Das waren ja schon ein paar. Ja, ich habe jetzt eine Long-Task mehr eingestellt als sonst. Okay, ja. Okay, das war alles klar. Okay. Ich muss mich jetzt ein bisschen gedulden hier. Aber hier kommt auch fast keine Person hin. Das ist immer sehr frustrierend. Ich guck mal gerade, wo die alle sind. Ich erkenne fast gar nichts. Okay, jetzt wird es hier langsam lustig, weil ich tatsächlich René ein bisschen verdächtigt hatte. Okay. Der Gang neben Security. Der Gang neben Security. Wo die Bilder hängen. Also, grün war auf jeden Fall bei Security. War da noch einer? Warst du zufällig irgendwo da? Ich war bei Security bei dieser Rampe draußen, wo man das mit dem Handy macht. Das gibt's ja einmal bei Viewing Desk und einmal bei Security. Also, wer war mit dir? Also wenn... Also okay. Grün muss das ja, Grün muss das ja bestätigen können. Ich Dunkelgrün war dort, ja. Okay. Also es könnten du und Dunkelgrün gut sein. Ja, du ja auch noch weiterhin. Ich habe ja gerade die Task gemacht. Außerdem kannst du mir ja nicht sagen, dass ich es sein kann, wenn ich ja weiß, dass ich es gar nicht bin. Ach so, und wenn ich es nicht bin, dann weißt du es aber. Ich habe dich doch gar nicht. Ich habe gesagt, für mich könntet ihr beide es sein. Okay, gut. Also grün hatte ich da. Okay, das ist bestätigt. Ja, okay. Das macht den Kreis ehrlicherweise noch nicht wirklich kleiner. Nee, es sind immer noch wir drei. Mindestens. Könnte natürlich auch sein. Aber wo jetzt nochmal? In dem Gang dort. Ja, Richtung Kitchen. Richtung Kitchen, genau. Da, wo die Bilder hängen. Du oder grün? Okay, jetzt wird spannend. Wer hat mich denn jetzt gewotet? Jetzt wird spannend. Ich hab geskippt. Gut, passen wir mal auf. Also entweder grün oder dann ja. Okay, wieder bei Security.
Okay, Danja, dich kann ich eigentlich ausschließen. Ich denke, es ist grün. Danke. Das denke ich auch. Ja. Ich gehe davon aus, grün wird wahrscheinlich irgendwie bei Cargo Bay gestartet sein, mit irgendjemand anderem zusammen und dann dort jetzt. Ja. Okay, bei Electrical passt. Ja, okay, es passt. Okay. Isabel. I guess. Okay. Wenn nicht, ist schade, ne? Nein, muss ja. Okay, gut. Hä? Danja? Bist du's? Khan, bist du's? Das Katzka. Oh nee, es ist einfach Khan. Ich muss jetzt irgendwie. Ich muss Danja erwischen. Ich gehe am besten Richtung Meeting Room, weil sie wird wahrscheinlich jetzt. Ich bleib am besten da, weil wenn sie gleich dahin kommt. Gleich hier hinkommt, muss ich sie eigentlich direkt erwischen. Oh nein, das ist pink. Es ist einfach pink. Okay, dann ist es doch nicht pink. Huh! Karl? Damit bitte aufhören. Du, mir ist Pink gerade entgegengekommen. Pink weiß, dass ich es nicht sein kann. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Danja. Ich hoffe, komm schon, bitte, dann hat das geklappt. Ey, wenn. Oh, bitte, das muss funktionieren. Nein! Oh nein, schade. Boah, wenn das geklappt hätte. Schade, ey. Das war so eine gute Runde. Ja, hätte noch war, muss ich auch sagen, war bis dahin gut gespielt. Khan? Was? Das war eine sehr, sehr gute Runde, ehrlich. Weil das Problem ist, guck mal, ich habe eigentlich bei Meeting Room habe ich auf dich gewartet, Danja. Ja. Damit ich dich killen kann und direkt reporten kann und dann es einen auf, von denen schieben. Aber das Problem war, Riri war die ganze Zeit am Meeting Room und ich hatte Angst, dass sie auf Emergency drückt. Deswegen musste ich sie killen, leider. Oh. Karl, das war gut, aber weißt du, was du gemacht hättest, was du am Ende machen müsstest? Ja. Emergency Call drücken. Verdammt, dann sehen die nicht, wo die Leiche ist. Ah, stimmt. Du? Ja, gut, okay. Dann hättest du das vielleicht stimmt. Irgendwie noch. Ja, stimmt, kann. Stimmt, hast du recht. Hätte ich mich konzentrieren müssen. Aber echt müssen. Eine gute Runde. Nun gut, okay, let's go. René, du weißt, wie diese Foto-Task geht, oder? Nee. Also, ich hab's irgendwie hinbekommen, aber nee. Du musst die Bilder reinmachen, okay. Dann musst du weggehen. Nach 40 oder 50 Sekunden werden die Bilder dann aufgetaut oder irgendwie so. Geht's. Ah. Aufgetaut? Ja, verarbeitet, wie nennt man das? Keine Ahnung. Ich mach nicht so oft Fotos. Entwickelt. Ja, Danja musste natürlich mal wieder was rauslassen. Entwickelt. Ich mache einfach nur meine Tasks. Mir kann ja niemand was, wenn ich einfach meine Tasks mache, nicht wahr? Mir kann niemand wehtun. Ich bin einfach nur ein freundliches, kleines Crewmate, das seine Aufgaben erledigen möchte, damit wir auf unserem Luftschiff alle gesund und heile wieder unten ankommen. Wo kam Gelb her? Also du hast einen Vent, klar, aber wo kam Gelb her?
Hat sie da eine Task gemacht oder er? So, ich muss gucken, ob irgendwo bei den Vents hatten. Wo kann man da hinwenden? Man kann Richtung. Richtung Gap Room, da war aber nichts. Richtung Main Hall kann man wenden. Ich muss mal gleich gucken, ob Main Hall oder so da irgendwo eine Leiche liegt. Aber dann ist klar, wer es war. Okay, Riri scheint safe zu sein. Oh, Gelbert ist vielleicht verdächtig, aber der ist ja weg. Okay. Okay, Riri ist safe. Cockpit. Also ich war gerade auf der ganz anderen Seite. Okay. Ja, ich war, ja, ich war gerade bei Records. Ja, ich war in der Mitte ungefähr zusammen mit M zwischendurch, deswegen würde ich M auch eher rausnehmen. Ja, M ist eigentlich auch raus, genau. Genau. Claudio, wo warst du? Records. Nee, Cargo Bay, sorry. Cargo Bay, okay. Ja, also auch die komplett andere Seite. Cockpit. Ja, dann können wir eigentlich, wenn das alles stimmt, kommen ja schon ein paar Leute raus. Also es könnte ein Safe-Report, glaube ich nicht. Es könnte Mimi oder die Birne sein. Self-Report? Mimi sagt Main Hall. Ja. Wo war denn Orange, wo warst du? Ja, ich glaube auch. Weil vielleicht hat sich, vielleicht, also wenn es im Cockpit ist und Orange jetzt sagt irgendwie Viewing Deck oder sowas, kann man natürlich auch gewendet sein, ne? Oder also schau mal, kann. Ich habe Gelb noch gesehen, oder schaut mal Leute, ich habe Gelb noch gesehen vor 25 Sekunden ungefähr beim Gap Room. Sie ist von der Leiter hochgekommen, ich bin nach rechts gegangen zu Records, dann zu Cargo Bay. Antriebsraum. Doch. Ist das oben, Vault? Ja, das ist oben okay. Da, wo die Brücke ist. Ja, okay, ist leider also, etwas... Self-Report ist doch nicht ausgeschlossen. Ja, aber ich glaube nicht in der ersten Runde. Und dann nicht bei Cockpit. Ja, klar, Moment, also du hast Gelb, also Selina, gerade noch bei Gap Room gesehen. Vor 20 Sekunden. Moment, und bei Cockpit soll die Leiche gelegen haben? Ja, vor 20 Sekunden. Wie kommst du denn so schnell dahin nach Cargo Bay? Da passt das ja eigentlich. Doch, ich bin von Gap Room gelaufen kann, zu Cargo Bay. Außer man wendet jetzt extrem schnell, aber es klingt... Ja gut, aber auch wenn, dann bist du bei Viewing Deck oder im Antriebsraum da. Okay. Ja, kann sein. Deswegen, ich glaube Orange. Rot, Orange, oh richtig, ich hab's mir gemerkt, krass. Okay, das ist heftig. Boah, hier hab ich ganz viele Tasks. Och nö, ist das diese eine mit 1? Eins hab ich jetzt gedrückt. Zwei. Das ist die 6. 3. Wo ist denn die 4? 4. Wer könnte es denn sein? So, und wir machen jetzt heute einen Burger mit Brot, Zwiebeln, Tomate, Zwiebeln, Brot. Geile Mischung. Brot, Zwiebeln, Tomate, Zwiebeln, Brot. Bah! Das war nicht lecker. Aber gut, ich muss ja den ja auch nur kochen und nicht essen. Und hier ist jetzt Kahn. Ist das schon wieder ein Poster? Ja, selbst wenn, dann wird er mich jetzt auf jeden Fall nicht erwischen, wenn rote Birne dazu kommt. Ich laufe jetzt mal zurück. Ich glaube, es ist orange. Thank you.
Hey, Kahn. Hey, ich will da auch rüber. Also, für mich kommen eigentlich nur René und Hotte Birne in Frage. Was? Weil ihr zu dritt unterwegs wart. Ja, aber es ist ewig lange her. Wir haben uns dabei ja bei Meeting also, gesehen. Für mich, weil alle anderen... Okay, Pat ist noch drin, muss man sagen. Aber dann bist du ja zum Beispiel genauso. Weil du warst nein, ja bin auch. Ich nicht. Nein, ich war zuletzt... Ja. Ich bin nicht in diese Richtung gegangen mit Hotte Birne. Ich bin... nein, ich bin Richtung... Records und sowas gegangen. Danja hat auch gesehen, wie ich zwischendurch noch dieses Ding benutzt habe. Ja, aber da war ich doch auch zwischendurch. Aber Moment, Arsenal kann, also Armory kann es gar nicht sein. Ich bin gerade vom Cockpit zu Security gelaufen, aber da lag nichts. Vielleicht im Schatten? Es gibt da ja diese, diese Stellen, wo kein Licht ist. Ja, genau. Das kann sein, aber... Also für mich kommen... Also... ich weiß nicht. Sorry, für mich ist es erstmal Birne. Weil von der letzten Runde auch noch. Und jetzt diese Runde auch. Und die waren unterwegs. Und ich glaube, es ist ein Safe-Report. Ich hab geskippt. Scheinbar auch nur als Einziger oder als... Oh Mann, warum macht ihr das? Wir gewinnen wollen. Bin jetzt gestummt direkt. Ja! Ja, super. Wolltest du es doch. Wusste es. So. Bis gleich. Bis gleich. Viel Erfolg. Bis gleich. Ich wünsche euch allen eine schöne Runde. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Irgendjemand ist gerade direkt am Anfang gelieft. Ach nö, bitte nicht. So, wir kommen auf jeden Fall gut voran. Aber wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis die erste Person gefunden wird. Aber gerade leben hier auf jeden Fall noch ein paar Leute. Mimi lebt noch und Claudio lebt auch noch. Okay, Pat kam gerade aus Admin. Ich guck mal gerade, was bei Admin abgeht. Das war knapp. Das war knapp. Ich glaube, da wollte mich jemand erwischen. Danke, Pat. Okay, bleib mal hier vor. Oh, Danja. Danja hat's erwischt, natürlich. Mama Danja. Okay. Ich war zuletzt bei Admin. Ich war mit Claudio in und Mimi in Electrical. Also die beiden kann ich eigentlich auch fast komplett rausnehmen. Wiesen werden. Wer war in den Camps? Ich war in den Camps. Und okay, hast mich auch gesehen, ne? Ja, safe. Du bist auf jeden Fall in Admin, das stimmt. Ja. Jojo ist halt von Medbay rausgelaufen, aber
Ja, ich will jetzt nicht wieder diesen Move bringen, aber halt wie gesagt, mit dem Kopf nach rechts. Also Claudio, du kannst... Okay, also... Gut, der zweite Kill kann dann in Electrical passiert genau, sein, ne? Genau, das meine ich ja, verstehst du? Aber hast du denn Jojo da reinlaufen sehen? Also reinlaufen nicht, weil ich bin erst jetzt an die Cam gegangen. Ja, okay. Warte mal, wie kommt ihr auf Electrical? Warte, stopp. Claudio, na, ich glaube schon, weil ich bin kurz bei Matt Bay reingegangen und da war Jojo nicht. Ich glaube, doch, das muss eigentlich sein. Dort am Startpunkt. Ja, doch, es könnte Jojo sein, weil ein paar Sekunden bevor ich bei Edmund war, war Jojo noch nicht da. Ja, ich würde ihn jetzt nicht skippen, also ich würde ihn jetzt nicht voten, aber auf jeden Fall. Falls ich oder Kahn gleich weg sind, René, dann merkt ihr das mit Jojo, was wir gesagt haben. Mhm. Also ich vote ihn jetzt nicht, weil das wäre jetzt so nicht. Ich auch nicht. Ich skippe erstmal. Aber bei Electrical kann ja eigentlich kein Kill sein, da waren wir nein. Am Ende noch. Ich meine, guck mal, René, ich habe in Camps gesehen, wie aus Medway rausgelaufen ist, sein Kopf hat nach rechts gezeigt. Und sein Kopf zeigt nur nach rechts, wenn du von dem Vent rausspringst, weißt du? Wenn du die Task rechts machst, dann guckst du ja nach links. Aber Jojo, stimmt, Jojo war die ganze Zeit bei mir. Da, ist komisch. Oder ist es Claudio selbst? Aber. Stimmt, wenn er jetzt erst an die Camps gekommen ist und der Kill. Natürlich. Es kann sein, dass er mich jetzt killt und das dann auf Braun geben möchte. Ist das. Würde mich stark wundern, wenn nicht. Weil wenn er dann auch erst an Camps gekommen ist. Aber es kommt auch keine Sabotage, deswegen ist es so ein bisschen... Okay, war wahrscheinlich, ist es also doch nicht. War wahrscheinlich ein Doppelkill. Also ich habe gerade Claudio gesehen in dem Gang zu Admin. Nee, nicht zu Admin, zu Camps. Ich weiß aber nicht, wer da noch in der Gegend war. Weil ich ich glaube, Birne war da. Ja, also Pat wird ja hier gerade auch verdächtig. Mit Pat war ich zwischendurch in Reactor. Da habe ich auch ein bisschen auf die Taskbar geguckt. Der oder die sollte es eher nicht sein, glaube ich. Also ich glaube, er war mit Orange dort. Ich bin mir aber nicht sicher. Riri kann ich auch nicht saven und dich leider auch nicht. Aber wenn du mit den anderen unterwegs warst... Ja, ich glaube, am Ende ist keiner von uns zu 100% safe. Ja, doch, ich schon eigentlich. Nein, ich würde jetzt aber auch nicht. Lass mal auf dich gehen. Ich meine, allein schon dadurch, dass es zwei Imposter gibt, und die sind ja noch beide unter uns, oder? Ja. Ja, allein schon dadurch ist niemand wirklich safe. Ich glaube du, René. Ich glaube, du bist es. Ich glaube nicht. Aber ich schreibe mal nichts rein. Ja, das Problem ist, wir müssen jetzt jemanden raushauen und einfach hoffen, dass die Person wirklich Imposter ist. Weil wenn wir jetzt weitermachen, auch wenn wir fast fertig sind, aber... Ja, ich glaube... Ja. Ja, okay. Okay, krass. Ja, okay, René, du bist es. Ich höre schon raus. Ich höre es schon raus. Mann, damit haben wir immer verloren. Immer wieder lustig, wie falsch du liegst. Ja.
glaube, René ist es. Und Birne vielleicht? Die müssen ja nur noch einen Kill machen, ne? Oder ist es tatsächlich ein Imposter gewesen? Warte, ich guck mal. Okay, es sind gerade überall. Okay, René ist es doch nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt, was schreiben die. René, du bist es nicht, mit dir war Birne, aber es war wahrscheinlich ein Stack-Kill. Okay, dann muss es orange sein, glaube ich. Also wenn die beiden bei Camp sind, dann muss es ja orange gewesen sein. Yes, sehr gut! Aber es war nicht Pat. Doch. Nein, Pat war doch Leim und Leim ist doch hier. Stimmt. Wer hat denn dann ja, wer wurde in der letzten Runde gevotet, rausgevotet? Der war das. Birne. Ja, aber orange und noch eine zweite Person. Genau. Ja, aber es gab doch nur Kills. Nein, in der vorigen nicht die letzte. Wie davor. Wir hatten ja auch kein dunkelblau und kein dunkelgrün, oder? Keine Ahnung. Oder ist jemand am Anfang gequittet? Oder hattest du nur einen Imposter? Ganz am Anfang ist eine Person. Oder hattest du nur einen? Nein, du hattest zwei Imposter. Nee, ich glaube, dann ist der Imposter ganz am Anfang gequittet. Kann sein. Oh, okay. Pat wieder da, Riri wieder da, Birne wieder da. Kiba ist da. Ich hab das Gefühl, Claudio wird jetzt Imposter. Ja, ja, klar. Ich glaub, wir sollen den eigentlich direkt am Anfang. Claudio Sass, Claudio Sass, Claudio Sass. Du kannst eigentlich auch direkt quitten. Claudio Sass. Das ist so gemein, ne? Komm, Riri. Go, Riri! Do it! Boah, Riri! Das ging schnell. Claudio, du warst echt schnell, ne? Wo denn? Das war nicht Claudio. Warst du das? Ich wollte gerade sagen, nein, das war ich nicht. Ja, ernsthaft? Ja, warte. Ja, das kann Riri auch gleich bestätigen. Ja, warte mal, was Riri schreibt. Dann ja so schlecht Electrical. Ey, wenn Riri das jetzt nicht gesehen hat und gerade den Task gemacht hat, dann... Oh, das ist doch nicht hier! Ja, okay, ich muss... Nein, ich muss tatsächlich glauben, ich glaube, Danja. Ich glaube, es... Dankeschön. Aber und vor noch jemanden kann, schau mal. Was? War noch jemand Juju schreibt aber noch jemand. Ja, Jojo meint ja wahrscheinlich Riri. Ja. Aber das habe ich ja auch gerade schon gesagt, dass da noch jemand war. Ja. Toll, wenn sie es nicht gesehen hat, ist blöd. Ja, gut, das Argument von Jojo trifft auf Danja genauso zu. Ja, aber wenn alleine vor zwei Leuten killen, das macht doch keinen Sinn. Nein, ja, aber vor einer Person. Jojo reingelaufen, weißt du, und dann wollte Danja wenden. Ja, aber trotzdem, da ist ja immer noch dann Riri mit dabei. Also, ich weiß nicht, das, was Jojo sagt, macht schon Sinn. Ich weiß nicht. Ich vertraue dir mal. Danja, ich vertraue dir mal. Nee, Dankeschön. Ich nicht. Ui. Oh. Ja, Danja, tut mir leid. Ich hasse euch. Kein Problem.
Ich war es übrigens nicht und ich wünsche euch viel Spaß. Gut, dann war's Jojo. Guck mal, Riri ist wieder hier, das ist ein bisschen komisch. Okay, alles klar. Okay, wo? Wo seid ihr alle? Ich bin bei Comms. Also Communication. Okay. Zusammen mit, sage ich gleich, ich möchte erst hören, wo ihr ja alle wart. Ja, zusammen mit Jojo. Er ist zusammen mit Jojo von Cafeteria runtergelaufen, ich bin jetzt Cafeteria hochgelaufen, mir entgegen kommt jetzt gerade Kiba von Medbay Richtung. Ja, das stimmt auch. Okay. Gut, war bei Electrical. Könnte Kiba gewendet sein. Aber Kiba war vorher alleine mit mir bei Security. Okay, deswegen glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, es ist immer noch Jojo. Hast du denn gesehen, wie Kiba zu Security gekommen ist? Weil das ist ja eigentlich auch ein Wendweg, ne? Nein, aber dafür ist der Kill viel zu... also das ist schon vor 30, 40 Sekunden war sie schon bei mir. Ah, okay. Und ich bin genau, und ich bin von oben gekommen. René, wo bist du denn mit Jojo hergekommen? Wir haben uns ja gesehen. Ich bin ja von Cafeteria gekommen. Also ich war bei Medbay, hab dann die Aufgabe gemacht mit dem Checken, welche Probe richtig ist oder falsch. Ja. Dann über Cafeteria zu Storage und dann Communication. Und wo kam Jojo her? Jojo ist zusammen mit mir hergelaufen, kam, soweit ich weiß, von Admin. Von oben, nicht von Electrical. Nee, in Admin war ich ja. Also er kam von oben, Cafeteria, aber wo kam er her? Kam er aus Weapons oder kam er Richtung Medbay her? Medbay war ich ja. Also es kann auch sein, vergessen wir letzte Runde nicht, wenn es dann ja wirklich nicht war. Riri und Jojo, ne? Ja, aber es ist nur ein Kill passiert, deswegen würde ich da noch nicht. Ich würde skippen und warten. Boah, ich hab irgendwie. Ich hab jetzt auch geskippt. Weil es nur ein Kill passiert. Wenn gleich zwei Kills passieren, dann müssen wir schnell reagieren. Ja. Seid ihr fertig mit den Aufgaben oder fast fertig? Nee, noch nicht. Ich bin bei Camps, ich guck weiter bei Camps erstmal. Guck mal hier. Weil wenn einer hier rauskommt, dann muss der... Okay, Riri geht da rein. Ja, okay. Alles klar. Ich wusste es doch. Medicine, glaube ich, kann auch noch nicht. Zu 100%. Okay,
Ich habe Khan gefunden und zwar vor Security, also auf dem Gang. Die Türen waren alle zu, ich habe also auch nichts gesehen, keine Person gesehen, die da rumläuft. Aber die Person wird wahrscheinlich auch gewendet sein über Security oder sonst so. Das Problem ist, jetzt bist du Sus. Also für mich jetzt, das ist das große Problem. Ja? Weil du auch in der letzten Runde gesagt hast, du warst Medbay, weißt nicht. Du, und der Killer hat einen Electrical. Ich hatte erst Khan verdächtig, aber jetzt da er weg ist, muss ich dich sassen, leider. Ja, also ich finde, Kiba hat schon recht. Du spielst ja sehr, sehr gut. Also, vor allem, dass du das jetzt einfach so ohne Grund schreibst, dass du denkst, dass ich es bin, das macht dich übertrieben, das gerade. Ja, aber auch dieser Fakt, dass du nicht sagen kannst, wo genau Jojo herkam. Weißt du, sagst, er kam aus Edmund, aber er kam ja mit dir von oben nach unten. Ja, da, aber das hatte ich doch gesagt. Von oben nach unten. Das ist ja, von Communications aus gesehen, ist das ja auch Edmund. Ja, also, wo warst du gerade? Ich war jetzt gerade in Electrical. Ich war ja mit dir Electrical. Ich war ja mit dir und Riri in Electrical. Ihr seid beide rausgelaufen. Ich habe noch meine Tasks gemacht. Hast du da noch jemanden gesehen? Nee, du und Riri sind rausgelaufen. Und die anderen beiden müssten ja irgendwo rechts gewesen sein. Also kann sein, dass du es auch nicht bist. Also ich hätte eigentlich geskippt, weil ich alle anderen, also Pat, Jojo, Riri und Kiba, alle gleich wenig sassen kann. Mhm. Nee, aber wir müssen leider voten, weil du, falls... Ja, du machst dich gerade echt sass. Ja, ist okay, wenn ich rausfliege. Schade. Okay, weiter geht's. Oh nein, die beiden Imposter haben mich gewotet. Schade. Guck mal, wie man hinterherkommt. Kompat. Es ist René. 100%ig ist es René. Oder? Ja, wir sind fertig. Hier. Ich musste drücken. Warum? Warte. Ja, du bist es, René. Warte. Wer ist denn jetzt gestorben? Nie. Ist jemand gestorben? Ja, klar ist jemand gestorben. Pat ist erwischt worden. Also Kiba war am Ende noch mit mir, das heißt... Ja, bei dem Reactor ist ja niemand erwischt worden. Doch, klar. Warum drückst du denn jetzt Emergency Call? Guck mal, weil Jojo und ich Cafeteria gelaufen sind. So, und dann laufe ich zurück, weil Jojo mich verfolgt hat. Upper Engine, auf einmal gehen die Türen bei Upper Engine zu. Ich habe dich alleine mit jemandem in den Reaktor gelassen. Jetzt haben wir einen Mann oder eine Kiba. Frau weniger. Das heißt... Kiba lebt noch. Ja, aber wir waren vorhin 6, jetzt sind wir nur noch 5. Und Jojo kann es nicht gewesen sein. Ich kann es auch nicht gewesen sein. Und du warst alleine mit einer Person. Ja, also zwei Möglichkeiten. Entweder es war Riri, wirklich, weil Riri die einzige Person ist, die alleine rumgelaufen ist. Ja. Oder du bist es. Oder du und Jojo. Und ihr steckt unter einer Decke. Wissen wir... Weil wir haben ja noch keine Möglichkeit, dass... wir wissen nicht, ob immer noch zwei Imposter unter uns sind, oder? Ja, leider. Deswegen muss ich auch voten. Deswegen habe ich auch Emergency Call. Also normalerweise würde ich Riri sagen, aber dadurch, dass du ohne Grund einfach so auf mich gehst, sage ich, du bist es. Yes, ich habe ja meine Gründe genannt, René. Das ist ja nicht unbegründet. Ja, das sind ja keine Gründe. Ich war mit Claudio, ich war mit Kiba alleine und Kiba lebt noch. Jetzt bin ich gespannt, ob du es wirklich nicht warst. Ja, doch, Glück gehabt.
Es kann auf jeden Fall jetzt nur noch eine Post erleben. Kiba. Okay, Claudius ist auch nicht. Es ist nur Riri. Okay. Und dann ja anscheinend doch. Oh nein! Tja, Claudio. Ja, was soll ich machen? Ich musste reagieren. Es tut mir leid, René. Tja. Oh, Danja, warst du es auch? Ja, ne? Ja, Riri und Danja. Wieder ein Schuss in den Ofen. Ja, Riri und ich. Also ich wollte Double Kill machen bei Electric. Und sie hat's, glaube ich, Riri hat's, glaube ich, nicht gecheckt in dem Moment. Und Riri war so, ein bisschen zu da spät. Da mache ich nicht mit. Mann. Aber ich schrei nur noch so, Riri, nein! Und da hatte Jojo dann schon reported. Ja, aber René, du bist, ich hatte so Angst vor dir, ne? Ich war gar nichts, ich war einfach nur mit Kiba zusammen. Kiba lebt noch, René muss es sein. Ja, sorry, ich hatte Detektiv Claudio unterwegs. Ja, ich hatte richtig Angst vor dir, Mann. Ja. Ich geh zum Reaktor, du kommst mit der, ich geh dahin, du kommst mit der, ich denk so, was will er von mir? Bin gern in deiner Nähe. Ja, aber stimmt, wir hätten einfach echt daran festhalten müssen, dass Danja einfach lügt und es wirklich Danja und Riri waren. Ja, dass Danja ist es, das habe ich mir schon gedacht. Aber ja, ich hatte halt Angst, weil weißt du... Danja, wie konntest du nur? Ich hab dir wieder mal vertraut. Es tut mir mega leid. Das Lustige ist aber, wenn ich es nicht bin, dann vertraust du mir halt einfach nicht. Und wenn ich es bin, dann vertraust du mir jedes Mal. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, ab sofort, wenn ich dir vertraue, das Gefühl habe, dann muss ich immer gegen dich stimmen. Ja. Okay, ich glaube, das war's, ne, für heute. Ja, das war's für heute. Alles klar, Leute? Eine sehr starke Runde von Riri. Und von... Mal wieder eine dumme Aktion von mir. Ja, und mal von wieder. Claudia und von René auch nicht unbedingt so helle. Kahn war heute in einem stabilen Mittelfeld unterwegs. Ja, Top 3 würde ich schon sagen. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.